So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Gewohnte Location, wir sind heute wieder im tiefsten Norden. Ja. Ey, das ist Schuss. Damn vorbei, alles klar, Video hier beendet. Bis dann. Danke dir, also das ging mir eigentlich jetzt darum, dass ich den Leuten im Video heute einen Ratschlag geben wollte. Ja. Call me Bucky Nick, it's lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious, but he ignorant? How he find a hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women? He's still rolling in Sonata, he just got the windows tinted. Homie stab me in the back, and that can never be forgiven. In my palms been itching, man, I like your superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate, I just need a couple minutes. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm ballin' like Yah. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. Bitch, I get, bitch, I get, bitch, I get high. Also, wenn du Hooked machst, machst du eh meistens einen Slackpull, weil ohne Hooked kannst du keinen guten, also du kannst keinen guten Hooked machen ohne Slackpull. Weil du kannst Hooked nicht in die Steine reinknallen. Das geht nicht. Also geht, aber ich glaube, du zerfetzt dir die Finger. Ich glaube, du kannst nicht flüssigieren. Ja, ist wo du es sagst. Ha, Hannes gedribbelt. So, angekommen im Topset, jetzt 2,80. Tatsächlich auf dem Single. Wird interessant, weil ihr wisst, ich habe genug Probleme mit dem Heben. Nicht so wie der Kollege. Im Zweifel hebst du es halt einfach nochmal. Weißt du was, wir heben die jetzt nochmal. Die beste Single, einfach. Und wenn du drinnen sitzt im Im Deadlift, ja, dann lehne ich wieder leicht für die Stange. Und dann passt du dich halt so. Genau, 13, mal leben. Alter, das war genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Erklär nochmal, was ich alles falsch mache. Damit die Leute das auch verstehen. Nee, erklär ich dir. Digga, mit dem Mouthpiece fällt ein Dreck hinter dir schon. Aber das ändert nichts an der 3-Sekunden-Regel, Leute. Schmeckt noch. Hoffentlich hat jemand von euch die Zeit gestoppt. Wenn nicht, wissen wir jetzt, woher mein Magen-Darm kommt. Was kann? So. Ja, wie erkläre ich das am besten ohne... Guck mal Leute, wir wollen ja sowas wie... Ich brauche mal meinen schlauen Stock. Meine Reste bei. So, wir wollen ja in der Startposition, dass wenn du hier jetzt sitzt, ne, dass die erste Bewegung in den Boden, der Push in den Boden, stattfindet, während der Rückenwinkel ungefähr gleichbleibend ist. Das heißt, wenn das hier mein Rückenwinkel ist, ist er so, kommt hoch und faltet sich dann auf. Was wir bei dir sehen, ist die perfekte Rückenwinkelposition. Dann ziehst du an, ziehst dich aufrecht, kommst ein Stück, weil die Quads voll reinpowern, fällst wieder nach vorne und richtest dich dann oben auf. Und dieser Punkt oben, an dem du halt fällst, ist halt der, wo du dann häufig, ne, wie bei deinem letzten Wettkampf, irgendwo hier oben bist. Und dann halt diesen Wackler drin hast, den du korrigierst, warum du den mit der Abwärtsbewegung ungültig bekommst. Ja, und das ist halt ein Problem so der Geduld in der Startposition, weil du bist easy stark genug. Das Gewicht ist ultra leicht für dich, ne? Ja. Aber es ist halt viel üben, viel immer wieder machen und auch viel, finde ich, das gleiche Equipment vorfinden. Weil wenn du jetzt
in einem Commercial Gym bist, du hast mega die langen Platten drauf, du ziehst viel mehr Slack, ne? Dann ist das immer eine Inkonstanz in der Technik so. Aber da muss noch ein bisschen Arbeit reingehen, damit du zumindest in die Richtung 3,75 oder so hebst, ne? Also du wirst mit deiner Technik jetzt auch 3,50 heben können bald am Wettkampf. Nur die Frage ist halt, du wirst sie im letzten Versuch vielleicht immer wieder verlieren, weil deine Technik das noch nicht so gut hergibt, ne? Das ist jetzt meine, ist aber gut für mich, Leute, weil Jona und ich battle uns, wer mehr hebt auf der DM. Und die Chance für mich stehen da nicht so schlecht. Ich hebe auf dem Wettkampf immer besser. Gucken. Yeah, bitch, wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made a couple dollars, so I probably get the steak. Go on out at John and Venice, I told Quentin I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feeling like a dinner. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still falling like Brian. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm falling like yeah. I ain't looking at the clock, still falling like Brian. Bitch, I get bitch, I get bitch, I get hot. Ja. Jetzt wieder technisch alles falsch machen, weil ich darauf ausgelegt bin, Hookgrip zu heben und jetzt mit Zugriff ein komplett neues Setup machen muss. Ich ist ja auch richtig. So, und schon geht's auch für mich wieder nach Hause. Ja, Training war eigentlich ganz gut. Wir haben noch ein bisschen, ja, beim Heben sind wir im Moment ein bisschen am Rumdoktorn und ich habe gemerkt, dass es mir deutlich mehr bringt, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse fürs Ziehen vom Boden. Das habt ihr bei den Back-Off-Sets gesehen, da komme ich deutlich langsamer hoch und das hilft meiner Position ungemein. Und das hilft meiner Position einfach sehr, sehr gut. Deswegen, also ich bin da sehr optimistisch, dass es funktionieren wird. Waren gerade noch ein Sub-Essen und sowas, aber das alles seht ihr auch noch auf Pascals Kanal, der hat da ein bisschen längeres Video zugemacht. Bei mir heute wirklich nur was heben, da das auch der interessante Part ist. Denn die Leute, die das Video bei Pascal schon gesehen haben, die wissen, es geht um einiges. Denn ich habe Pascal gesagt, wenn ich auf der DM nicht mehr ziehe als er, dann muss ich mir eine Dauerwelle machen. Also, mal sehen. Ich hoffe, dass Heben jetzt die nächsten Wochen klickt. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Like und Subscribe, abonniert die Glocke. Like das Video, wenn euch die Videos gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar und wir sehen uns sonst im nächsten Video. Ciao, ciao.